Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute befinden wir uns als Sheriff in der Stadt bzw. im Dorf. Und ja, wir dürfen jetzt allein auf Streife, weil ich wurde am Sonntag befördert zum Deputy Sheriff 2. Das heißt, wir müssen nicht die ganze Zeit SG Dienst schieben. Wir fahren jetzt Streife mit unserem schönen blauen Wagen. Und gucken, ob es Verbrecher gibt. Genau. Wir befinden uns hier im schönen County, im St. Joe's, um genau zu sein. So, vielleicht kriegen wir. Gut, ich habe noch keinen Cognet-Zugang. Ich muss dann eine Cognet-Aktenschulung sowas machen. Und Sorry. okay. Hab dich nicht gesehen, der Alles, Hut. ja, alles gut. Es ist ja nicht so, dass mein Wagen weiß und. Benötigt aktuell noch jemand einen Streifenpartner kommen? Die 39 hätte nichts dagegen. Ah, dann kommen Sie zum SD und steigen Sie ein. Sind wir. Auf gar keinen Fall. Schade. Auf gar keinen Fall. Helmut, steig ein. Ich steig ein. Ja. So, oh, wir müssen einmal tanken. Aber am besten. Weißt du was? Bitte. Nix. Ach so, ja, dann hat's das ja geklärt. Ich muss gleich auch noch einmal schnell reparieren, tatsächlich. Schade, dass wir den nicht mehr bekommen haben. Obwohl das Auto eigentlich 400 fährt hier. Das ist richtig, aber der kann ja überall abgebogen sein. Den da hinten kriegen wir auch nicht mehr. Naja. Wir können einfach mal hier stehen bleiben, ne? Und dann Leute anhalten. Genau. Genau, Helmut, ne? Genau. Ja. So, 10-4. Hab ich so red. Hier sieht man uns nicht direkt. Genau, mach doch hinter den Baum. Oh, das ist der, das ist der. Kommt rein, das ist der. So, ich funk. Soll ich Verstärkung anfordern? Ja, alles gut. Gut, ey. Ich schrei ihm seine Birne weg. Hier spricht das LSSD. Halten Sie Ihr beiges, braunes Fahrzeug an. So, einmal bitte aussteigen. So, der Fahrer kann einmal zu mir kommen. Sie. So, kommen Sie mal mit, der Fahrer. Lassen Sie mich mal raten. Personalausweis und Fahrzeugpapiere. Oh, hallo. Führerschein C. Hallo. Sie wissen, warum wir sie angehalten haben. Nein, gar nicht. Das wissen Sie nicht, Warum ne? das denn? Nein. Warum Taser die Kollege? Stopp. Was machen? Ja, hä? Wir haben gesagt, Warum? aussteigen. Warum? Laber mich nicht voll, nimm mal die Hände hoch, das Warum? kann. Mach mal Hände hoch. Ende wurde Hände es. hoch. Genau. Taserst du mich, du kleiner Puto, Alter. Ajo, habe ich Ihnen doch gerade gesagt, warum? Ich werde sie mal durchsuchen. Worauf wollen Sie hinaus? Sind Sie auf den Kopf gefallen? Okay, na gut. Gut. Mein Taser nehmen Sie mir weg, wie toll. Die Leuchtpistole möchte ich ja mal haben. Deine Taschenlampe nehme ich auch weg. Und deine Ah. Schlag nehme ich auch Mein weg. Schlagstock auch. Aha. Möchte ich einmal. Meine AP, also Sie nehmen mir fast alle meine Waffen weg. Okay. Ja. AP-Pistole möchte ich auch haben, so alles klar. Dann dürfen Sie. Wo? Okay. Wollen Sie mich verarschen? Was Woher ist wissen Sie jetzt? jetzt meinen Namen? Bitte? Ja, natürlich, Taser, wenn ich mit einer scharfen Waffe auf ihn schieße. Ja, okay. Sind Sie geistig Idiot, Alter. Geist Nimm den mit, eingeschränkt? komm, wir nehmen den mit. Jana. Hilfe!
lass mich nicht alle Dispatch, alle sofort. Was ist am Barrio? Achso. Ja, ja, wir haben einen Körper hier bei uns. Dann steigen sollen sie doch. Was sollen wir machen? Ja, ja. Nee, oder? Ja, doch, doch. Ist mir egal. Der wird hier sterben. Der will keine Information hier rausbekommen. Keinerlei Information. So. Ich muss jetzt einmal was machen. Und der wird jetzt gefickt. Geh mal weg. Was? Ja, komm, lass auf Dächer gehen. Na, ich will alle auf den Dächern haben. Halle. Alle auf die Dächer. Ey, du. Bitte. Deine Bunny-Partner habe ich weggenommen, ne? Ach, bitte, den brauche ich eh nicht. Ja, was denkt denn ihr Kollege, wer ihr seid? Oder mich einfach zu tasern ohne Grund? Ich wollte nur Auto reparieren. Wir sind das LSSD. Okay, gut. Eine Lachnummer. Habe ich das richtig mitbekommen? Die nichts zu tun haben und einfach nur Leute provozieren, damit es Scambo gibt. Provozieren nicht, Was taserst du? Wo war der Grund, mich zu tasern? Erzähl mal. Da sie ins Fahrzeug eingestiegen sind. Ja, war ich der Fahrer. Warum steigen sie dann ein? Weil ich das Auto reparieren wollte. Dann fragen sie mich doch. Nee, wer sind sie denn? Da schießt die Frage aus. Ich frag höchstens meiner Mutter, aber nicht dich. Hast du mich verstanden? Ich bin der Herr Schneider. Ja, ja. Deputy Sheriff. Also. Gut. Dann sagen Sie mir doch, was ich beim nächsten Mal nicht tun soll, dann kann ich das auch umsetzen. Warte mal. Na? Oh Gott. Naja, das ist jetzt halt so. Ready. Mein Panic-Button hat den mir weggenommen, wow. Ja, ohne. Ah, ja. Na, sehen wir uns mal hier um. So. Wie die auch Panik schieben, so auf die Dächer. 7-19-1. Hey. Bitte. Hey. Du kleiner Putter. Gesundheit. Sag mir, wie Gesundheit? Willst du respektlos werden, du kleiner Putter? Wie? Du kleiner Hijo de Putter, du kleiner Cabron, was denkst du, mit wem du hier redest? Also ich rede mit einem Bürger von Los Santos. So, du hast meiner Meinung nach zu viel gesehen, du weißt, wer wir sind, du hast uns ohne Vollmaskierung gesehen, warum? Gib mir einen Grund, warum ich dich am Leben lassen sollte. Damit ich... Weil... Ja, ich hab ja scheinbar auf ihrer Seite einen Fehler gemacht. Ah, du warst doch der Putter, der meinen Kollegen getasert hat. Genau. Wie viel Volt hat denn so ein scheiß Taser? Das tut extrem weh, weißt du das eigentlich? Ich weiß das. So, dafür kriegst du jetzt auch deine Strafe, du kleiner Putter. Du wirst dafür sterben, dass du erstens meinen Amigo einfach getasert hast, du kleiner Putter. Ich hoffe sehr für dich, dass ein Medic kommen wird, denn du hast meiner Meinung nach zu viel gesehen. Adios. Ja. Mi follere a cada uno de ustedes. Au. Au. Wo ist scheiß Pflaster, Junge? Hol ein Verband. Puta, hol ein Verband. Ich wurde attackiert. Ja gut, Leute, macht's gut. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.